Hallo, willkommen zu einem neuen Live-Spiel. So, irgendwie ist das Bild da unten rechts. Jetzt ist es da oben rechts. Moment, ich habe hier gerade den Epic Pen nebenbei an. Jetzt ist er weg. So. Dings da. Ich brauche heute was mit Sledgehammer und Fortress, weil ich habe einen geilen Screenshot von Monte bekommen. Wo genau das eben vorkommt. Den möchte ich gerne das Thumbnail benutzen. Aber man will ja kein Misleading Thumbnail machen. Von daher. Gucken wir mal, dass wir das irgendwie hinkriegen. Sonst muss ich das in einem anderen Spiel machen. Go, Gegner. Irgendwie die letzten fünf Spiele nacheinander gewonnen. Jetzt muss das langsam wieder aufhören mit der Glückssträhne. Gegner. Kartoffel-TV. Huch, Gegner. 2172, da bin ich mal gespannt. Wäre eher die Ausnahme, wenn er spielen möchte. Will er aber, sehr gut. Oder war nicht am PC? Das habe ich auch häufig, dass sieht man dann in der Ausstellung, dass sie nicht da sind. Gucken wir mal. Die kommen dann später. Weil diesen Bildschirm kriegt man erst angezeigt, wenn man auf dem Desktop angezeigt, wenn er halt, ne, kommt, dieser Bildschirm so rum. So. Quick Supply. Oh. Na gut, das sieht jetzt fast danach aus, wenn ich mir das alles angucke, dass ich in Seaball Rush versuche. Das ist okay, weil beim letzten Mal hat er nur und ausschließlich geklappt. Dann kann mir der Topspieler jetzt gerade mal zeigen, wie er ihn kontert. Dann haben wir auch die beste Konter dagegen. Gucken wir uns das Ganze mal an. Cross Control, also da könnte jetzt schon ein Flugvieh kommen. Ja, dann kriege ich halt einen Hund auf die Fresse. Damit komme ich klar. Damit komme ich klar. Ja, ich will ihn aus der Mitte ziehen und dann machen wir da ein bisschen mehr, ne, ein bisschen mittiger. Und so kann er, glaube ich, immer noch keinen Satellit setzen, wo er die zuerst trifft, oder? Ich sag mal, das geht so. Muss nur wollen, dann geht das alles. Die müssen mehr aufteilen, ist auch nicht verkehrt, glaube ich. Also muss ja nicht ein Seaball sein, wo die den alle kennen. Da kann man gerne mal einen halben Meter verzögern. Noch zwei reichen, wenn er schnell genug ist. So, der kann dann einfach mitlaufen, das Kleinvieh zu töten, auf allen Seiten. Und der kümmert sich um Artillerieschüsse und wenn die Crawler hier um die Ecke kommen. So machen wir das. Bonjour. Oh, der viel Kleinvieh. Er hat schon mit dem Steeball Rush gerechnet, ne? Das seht ihr an der Aufstellung. Er wusste nur nicht wo. Na, das ist, also meine Erfahrung ist auch, dass die Fangs vertikal vor Headquarter stellen. Dass das wirklich das beste Meat Shield gegen den Steeball Rush ist. Definitiv meine Erfahrung. Wir stehen hier ein bisschen gefährlich zusammen für die Artillerie. Weg, 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 Rakete! Na, guck mal rein. Vier erwischt. 57. Wer war besser? Ja, dass die so zusammenstehen, ne, wegen der Raketensalve eben und hier, das glaube ich sehr unangenehm. Die sind da doch ein bisschen zusammengefertigt worden. Ich muss mal gucken, ob sich das mit der Zeit ändert, sondern irgendwann vielleicht mal so einen Satellit benutzen. Dass das Kleinvieh so langsam gestorben ist, hat mich sehr gewundert. Der Gegner Cost Control, der wird wahrscheinlich eher Fähigkeiten benutzen. Ja, ich glaube, dann nehmen wir einen Strike, obwohl ich diese Runde wahrscheinlich Besuch von hinten kriege. Aber der Strike ist halt langfristig gut und ich würde schon gerne Flanke machen, mit denen die mal reingehen. Erstmal diese doppelte Linie da, ne, die das so langfristig gemacht hat. Ja, wie gesagt, diese Runde gibt es wahrscheinlich eine in den Rücken. Bin mir fast sicher. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn der ein Satellit jetzt hochgeht. Ja, 5000 Schaden, dann hat er den ja da oben. Aber da kann ich mich jetzt leider nicht drum kümmern, denke ich. Ja, also auf jeden Fall mal ein Crawler von der Seite. Dass wir damit hinkommen. Dann zieht er normalerweise den an und dann ist auch gut, wenn man das Kleinvieh schneller tötet. Hinten überlebt er den Schuss, das ist immer die Frage. Ich mach den jetzt mal hier hin. So.
Ja, wie gesagt, wir kriegen jetzt von hinten Besuch, das steht, glaube ich, außer Frage. Ich mache mal einen auf die Seite hier. Naja, wobei das immer so ein bisschen tricky, wenn man das macht. Ich will ja den Satellit hier abfangen. Ah, ich hätte einen Feng holen sollen dafür. Ja, ich hätte einen Feng holen sollen dafür. Ich mache das dann gleich mit dem Feng, dann kriegt er jetzt einen auf die Fresse da links. Dann ist das leider so. Das ist alles scheiße hier, alles scheiße. Dann lass mal eine Runde schneller durchlaufen. Ja, nee, ist alles Schrott. Habe ich nicht sinnvoll gekauft. Das ist sehr unzufriedenstellend. Habe ich 200 Punkte für nichts, wieder nichts. Naja. Naja, dann gleich gibt es bei den Fangs überall die Upgrades. Also ich verteile jetzt eventuell die Arclights mit Reichweite überall. Und mache eine härtere Flanke. Ich habe gar nicht hingeguckt, gerade woran die Steeboys gestorben sind. Ich vermute mal, es war ein Satellit oder was, die Artillerie. Ich habe gar nicht hingeguckt, ich habe jetzt gerade auf alles andere geguckt. Keine Ahnung, woran die gestorben sind. Ich vermute mal, es war der Satellit da an der Front, weil da keine Crawler hingelaufen sind. Deswegen würde ich die Aufstellung so wahrscheinlich nicht macht, ne? So, Missile Strike Bombardment. Mass-Produced Fortress. Natürlich für ihn super geil, wenn er das jetzt hat. Das kann man, glaube ich, mal machen. Kann er gerne schilden, wenn er möchte. So, genau. Also hier vorne, ich vermute mal, dass sie hier in den Tod fahren die ganze Zeit. Lass das mal gerade clearen. So. Kein Vieh wegräumen, ist jetzt überall im Weg, wenn ich das richtig sehe. Und dann das Kleinvieh auch nochmal wegräumen, überall. Schild, mehr Artillerie. Naja, der wird dann nachher die Upgrade spielen und dann habe ich ein riesen Problem. Wahrscheinlich hätte ich direkt die Steeboys verkaufen sollen. Weil die eigentlich gar keine Daseinsberechtigung haben. Das sind halt 400 Punkte in einem Großteil der Armee vom Anfang. Also da sieht man noch schachmatt aus. Mal gucken. Im Moment kann ich noch ein, zwei Runden gewinnen, dadurch, dass ich ich nicht mehr das Schild kaputt. Dass ich mit Crawlern da reinrenne, bis er dann den Flammenwerfer holt. Vielleicht erstmal eine Runde gewinnen und dann gucken, wo die Probleme nachher liegen. Oder ich mache das halt jetzt einfach mit den Tanky-Dudes hier, dass wir das nachrüsten. Dann habe ich auch mal die Luftabwehr, die fehlt nämlich vollständig. So, outrangen die Freunde. So, dazustellen. Jetzt mal gucken, ob er an denen wirklich vorbeikommt. Also, wenn jetzt Steeball ist halt so eine tricky Sache jetzt hier vorne, ne? Ich fahr mal von da hinten rein. Gucken wir mal. Naja, der muss die Initiative halten mit den Satelliten. Was kostet natürlich jede Runde ein Hunderter, ne? Ist jetzt auch nicht so ganz preiswert. Es wäre trotzdem mal schön, wenn ich diese Schilde wegkriegen könnte, weil die sind extra teuer. Kriegt noch nicht mal den dicken Tod. Ja, der Max-Schaden von dem Steelball, ne? Also der Laser ist nicht so stark wie der von dem. Der macht mich kaputt und hier sieht man auch, wie Schilde gelockt sind. Also nichts funktioniert. Den dicken haben wir aber gleich. Ich muss die Schilde kriegen, damit das jede Runde kriegen, ne? Damit das halt schön teuer für ihn ist. Zumindest leveln die jetzt gleich auf. Also vielleicht machen wir das über Elite und Charge Shot und so weiter. Raketen könnte ich hier gleich auch mal abfangen, weil die hier vorne nicht auftauchen, ne? Die müssen nicht jede Runde bei mir reindonnern. Mal sehen.
Schild haben wir bekommen, ist wenigstens etwas. Er investiert halt jede Runde noch ein Schild, das waren jetzt 300 Punkte, ne? Satelliten und Schilde. Lightning Storm, Assault Fangs, das habe ich gerade gewollt. Heavy Arc Lights, machen wir die dicker, die Dinger. Ist ja durchaus ein Szenario, das funktionieren könnte mit Elite und allem. So. Wie machen wir das? Ja, ganz viel Fleisch ist da. Ich würde vielleicht noch ein Ding machen. So, versuchen wir das mal. Kann ja nicht überall auf der Map stehen. Ich bin nicht mal sicher, ob mehr als zwei hier wirklich Dings mehr kaputt machen würden. So, es sind ja nicht die Schilde, werden genagt. Speedballs von allen Seiten. Oh, jetzt wird es teuer jede Runde. Die Raketenabfang hat vielleicht auch geholfen. Nur schwer mitzuzählen. Mal links vielleicht auch mal gucken, wie ich die Raketen abfange, dass diese Dinger da sterben. Ich frage mich, wofür er den Melting Point geholt hat. Ah, Improved Melting Point, den ging es um die Lebenspunkte oder so, vermute ich. Er wollte da einen Tank hinstellen, wäre mein Verdacht. Aber die Gefahr bei dieser. Also, das ist eigentlich nur die Gefahr vom Steeball Rush, dass das Headquarter gesniped wird mitten in der Schlacht, ne? Und deswegen stellt er halt die Fangs mit Schilden hin, den Melting Point, er will das halt so sicher wie möglich machen, ne? Dass da keiner rankommt. Ich habe jetzt gerade auch nur gewonnen, weil ich eben drangekommen bin. Das ist die Idee hinter sowas normalerweise. Jetzt kommt wieder der Drop von hinten. Unglücklicherweise. Er kann halt überall droppen, ne? Kann ja nicht alle drei Runde aufgeben, aber ich kann ja auch nichts hinstellen jetzt, was den holt. Na gut, ich mache jetzt mal zwei Steel Balls. Ich hoffe, dass sie den Drop dann abfangen, wenn der hier so ist. Ja, ich kann ja nicht jede Runde ignorieren, den Freund. Kleinvieh wegräumen. Ich würde es ganz gerne mit denen weitermachen. Kann den auch hier vorne droppen, ne? Also man sollte das jetzt auch nicht unterschätzen. Die Frage, ob ich da links noch einen hinstellen will. So, ich will die Raketen alle haben. Ich will die alle haben, die Raketen. Die alle verlangsamen links. Machen wir lieber so. So, und dann jetzt nochmal mit allem, was wir haben, da durchlaufen. Versuchen wir das mal. Beschleunigen. Weiter bauen. Muss ich noch eigentlich kriegen, ne? Multistrahl, dafür hat er den geholt und für die Tankiness. Okay, er hat 5 Strahle und ich habe 10. Aber der eine war dann doch zu viel. Guck mal, wie er reinsaugt. Da müssen wir vielleicht Kleinvieh holen. Also ich bin am Liebäugeln, Mechanical Division zu machen. Dann laufen jetzt unglaublich viele Crawler dann zwischen ihm. Der Multistrahl da oben, er hat jetzt knapp gewonnen. Hat das jetzt komplett gecleared. Also der Multistrahl war offensichtlich wirklich die Lösung. Also doppelt Multistrahl, aber dafür Short Range ist das wirklich eine sehr gute Geschichte. Noch ein Schuss. Danke. Okay. Naja, die können wir aber gleich auch mal hier gleich auf Elite erstmal bringen. Ne? Der Schaden ist jetzt nicht so das Wichtigste, sondern ein bisschen mehr Reichweite und ein bisschen mehr Schaden. Das ist, glaube ich, okay. Und hier sind ja auch am Leveln. Gleich mal gucken wegen Investment. Ich muss natürlich erstmal den Multistrahl kontern. Ne? Das ist halt hier der Key da unten. Ja, aber der Multistrahl ist ein Problem. In jeder Runde die Schilde kommen auch dazu. Also Mechanical Division könnte echt funktionieren. Oh, es kommt wieder Besuch von hinten. Diesmal habe ich aber, glaube ich, abgedeckt.
Elektronik, das ist natürlich gut. Ich mache das hier, dann gehen die Schilde kaputt und wenn ich Glück habe, auch die Fähigkeiten von ihm. Feuerrate. Ja, ich will die alle haben. So. Alles gleichzeitig ausknipsen, aber wahrscheinlich ist das vorher kaputt. Flammenwerfer kühlt gleich. Ich schreibe mal die Bohrmaschine an. Da machen wir jetzt noch einen Kredit. Ich will die einfach haben, die Dinger. Alles auf eine Seite. Na, Reichweite. Feuerchen. Nicht im Feuer steht. Aber den Hund habe ich jetzt, oder? Jungs, Klasse Level 2. Am besten noch einen Heal an dann. Er hat kein Heal drin, nice. Weil das mit Heal wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen beastie geworden. Aber dieser 5er Shot, ne? Level 2, also das ist auch schon ein Biest, muss man sagen. Also ich bräuchte mal ein EMS hier wahrscheinlich. Da sind meine ganzen Crawler, die lenken den ab. Ja, vielleicht brauche ich mit den Crawlern kein EMS. Sobald einer platzt, ne, hat er ja neue Targets. Und hochgeheilt. Oh, ich habe mal Angst, wenn die dann so laufen, dass sie dann so laufen danach. Die Türme möchte ich nicht verlieren, wenn es geht. Aber wir sind durch. Na gut, EMS. Also wenn, dann hätte ich nur EMS Adri anzubieten, aber das wäre gegen die Schilde sowieso nicht schlecht, ne? Ja, dieser Fünfer-Schoss. Ist ja ein Biest. Nein, da schießt keiner der Türme mit. Sieg. Werde ich mal so. So. Ja, da sind schon Biester, ne? Biester. Wollen wir da eine Elite-Biest draus machen? Die leveln ja schon gut, die Freunde. Aber so ein Steeball-Tank hier machen ist auch nicht verkehrt, ne? Das Leveln. Die machen ja gute Jobs. Schildert ihr jetzt beides? Man weiß es nie. Naja, aber ich denke, ich hole jetzt die Adlerie dazu. Die Messraketen. Hier wäre wahrscheinlich ein bisschen zu greedy, ne? Wenn ich das mache. Aber dann treffe ich halt direkt da rein. Ich versuche das mal eine Runde. Das ist halt, glaube ich, nicht unwichtig. Ja, ansonsten hier unten nochmal die ganze Armee rein, rein, kaputt machen. Naja, links levelt er nicht auf, wie man sieht. Macht ja durchaus Sinn. Hat Reichweite ausgegeben, damit die ein bisschen früher ballern. Und das Item. Weiß nicht, ob das viel bringt mit dem Max-Schaden. Mehr erhöht es, glaube ich, nicht. Also ein Top-Spieler, wenn das nimmt, hat es vielleicht Sinn. Er tötet auch die Crawler in Rekordzeit. So, die Raketen gingen alle daneben. Keine einzige hat ihn getroffen. Jetzt, jetzt, jetzt und Laser ist aus. Es war auch schon tot. Scheiße, ey. Ja, da links ist auch irgendwie dumm. Also mit dem Range-Multilaser holt er auch die Crawler weg, ne? Hätte ich nicht gedacht. Er stirbt zu viel, aber es war jetzt gerade auch das Feuerchen. Ist auf jeden Fall ausgeknipst. Also schießt nur noch auf einen statt auf fünf. Ja, ein Turm verloren, oder? Irgendwo. Einer ist, glaube ich, tot. Ja, die Bälle, die machen sich 130.000 Schaden. Leider, ne? Long Range jetzt hier.
Schieß mal zurück, dann hast du einen Heal. Die fahren so nah ran, ey. Dann fehlt mir noch nichts, wenn die Crawler rauskommen. Jetzt kann ich nur hoffen, dass die Dinger überleben hier unten. Ja, der Multishot ist wirklich eine gute Idee. Also das sollte ich auch mal überlegen, für sowas zu machen mit Steelball Rush. So dagegen, dass da ist auch nicht ganz dran gedacht. Müssen wir mal gucken, ob ich das mit der Atri irgendwie kontern kann. Also ich habe den damals sogar benutzt für diese Flankengeschichten, wenn die groß kamen, aber irgendwie ist das bei mir dann eingeschlafen. Ja, super Heavy Armor. Level 3 ist der höchste, ne? Dann geben wir ihm das. Ja, wie gesagt, die Dinger, die leveln ja gut. Den sollte man das eigentlich auch mal Elite geben und alles. So, kann ich da noch einen Turm reinquetschen? Da oben wäre es nice. Ich wollte ja schützen vor Satelliten, aber das ist, glaube ich, nicht möglich so. Kann man den da reinquetschen? Wird direkt gefeuert wahrscheinlich. Ja, links muss man sich auch drum kümmern. Ja, also auf jeden Fall die EMS-Raketen holen. In großen Umfang. Vielleicht kann ich ja links auch eine Salve reinbollern. Denke schon, dass die nicht unbedeutend werden jetzt hier. Wird immer voller da vorne, ne? Wie sieht das denn aus, wenn ich einfach gerade aufs Headquarter zugehe? Komme ich da vielleicht mal durch? Ja, da oben kommen wir auch nicht weiter. Speed für die Bälle, Reichweite. Front ein bisschen clearen. Naja, die Artillerie von denen hat eigentlich nur 9000 Schaden letzte Runde gemacht, also nicht so viel. Hat auch EMS-Raketen, aber wir fangen ja hoffentlich viele von denen ab. So, der Dude ist aus. Ja, die Artillerie da unten wird allein nichts machen. Ja, ich komme da nicht mehr ran, ne? Also ich kann den zwar Range auch gleich geben, den Bällchen, aber es bringt ja eigentlich nichts, wenn die deaktiviert werden von seiner Artillerie. Feuerrad und EMS, dann sind die Bällchen eigentlich aus. Und jetzt komme ich an die Dinger nicht mehr richtig ran. Also ich glaube, ich werde die über Elite spammen und gucken, dass das funktioniert. Aber diese Runde werde ich verlieren. Und dann gehen alle Türme down. Ja, die Artillerie ist einfach hoher Level schon. Auch der, ne, Level 3 und alles. Beide haben Items. Obwohl die Items da drauf, glaube ich, nicht so stark sind. Naja, aber jetzt ist vorbei. Das war's. Ja, also das mit den Steelballs hatte sehr eindrucksvoll gezeigt, glaube ich, was die beste Konter ist. Unendlich viel Meat Shield davor, das war tatsächlich schon vorher klar, aber dann eben der Multishot, was ich ja selber auch schon in die Flanken eingesetzt habe. Von daher auch keine große Überraschung eigentlich. Trotzdem habe ich selber nie gemacht und nie einen Gegner, gegen den ich gespielt habe, hat das gemacht. Also von daher, das ist das richtige Ding, das war mir eigentlich auch vorher schon klar und lässt sich halt nur schwer so ausschalten. Hätte ich jetzt hier EMS drin gehabt, wäre das die Konter gewesen. Hätte ich die spammen können mit Upgrades und EMS, aber hatte ich nicht drin. Und von daher war das sehr problematisch. Ja, also das ist auf jeden Fall die Konter, dann haben wir das schon mal geklärt. Meat Shield, wie gesagt, das war Standard, aber das war sicher ein ganz netter neue Erkenntnis. Die nehmen wir mit. Bin aber auch kein Steelball Rush-Fan, muss ich dazu sagen. Aber es war schön zu sehen, ne? Saubere Konter, so geht das. So, dann würde ich auch sagen, das war's für heute erstmal. Dann noch einen schönen Abend. Ciao, ciao.